Hey meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute wieder ein Basic-Video, nämlich die Quasten. Und ganz viele fragen mich, wie werden Quasten überhaupt gemacht? Ihr braucht Wolle. Dann braucht ihr zwei so längere Fädchen. Ich habe jetzt so wirklich ganz lange Fäden gemacht. Braucht man eigentlich nicht so lang. Da reichen kleinere Fäden völlig aus, aber zwei Stück brauchen wir. Eine Schere. Ich habe eine große Schere heute im Angebot, weil damit kann man das sauber schneiden ein bisschen ordentlicher machen. So, was braucht ihr noch für die Quaste? Ihr braucht eine ungefähre Form, eine Größe. Ich benutze zum Beispiel gerne, was rumliegt, zum Beispiel meine Handyschale oder mein Handy oder was auch immer. Und dann mache ich entweder so rum eine Quaste. Oder so rum die Quaste. Na, je nachdem, wie lang ich sie haben möchte, meistens reicht mir so eine kleine Quaste schon aus. Und so eine mache ich jetzt auch. Ich beginne hier unten. Ich hoffe, man kann das alles gut erkennen. Hier ist der Anfangsfaden und dann nehme ich mir mein Telefon und wickle das Garn hier einfach nur die ganze Zeit ringsherum. Das ist auch nicht schlimm, dass das hier mit eingewickelt wird. Das ist wirklich nicht schlimm. Und das wickle ich wirklich, bis ich eine schöne dicke. Das kann unterschiedlich sein. Ihr könnt euch da experimentieren. Ihr könnt euch das ausprobieren, wie für euch das am schönsten ist, bis das eine schöne Quaste ergibt. Genau, also wie gesagt, immer ringsherum wickeln. Ich mache das mal ganz kurz. Also dafür gibt es keinen Geheimtrick, ob das jetzt eine dicke Quaste werden soll, eine dünne Quaste. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich mache das mal so. Je nachdem, meistens wie viel Rest gar nicht übrig habe, gestalte ich meine Quasten. Bei Tüchern mache ich ja drei, bei Mützen eine, je nachdem. Genauso wie die Größe. Ihr könnt das mit CD-Hüllen machen, ihr könnt das mit Pappe euch zurechtschneiden. Es muss halt schon ein bisschen stabiler sein, damit sich das nachher nicht einrollt. Also es muss schon was Stabiles sein. Ne? Ja. Dann schneide ich das hier einmal ab, mein Garn. Da sagt sie, sie hat eine Schere, die gut schneidet, und dann schneidet sie nicht gut. Und dann ziehe ich das erstmal hier so rund. Drüber. Wichtig ist, unbedingt, es muss so bleiben, ne? Nicht durcheinander kommen. Ne? Also es muss hier diese Lücke muss sein. Wenn ihr das abzieht und das so ein bisschen schwer geht wie bei mir, seht ihr, ihr müsst den Finger dazwischen machen. Es muss halt da drinnen bleiben. Und dann sofort mit dem ersten Faden einmal da unten durch, hier in der Mitte. Und einen Knoten machen. Schön da oben. Ihr seht ja, wo die Länge ist. Und jetzt kann das auch durcheinander kommen, weil jetzt habt ihr ja euren Knoten schon in der Mitte. Und dann kann das hier alles. Und dann könnt ihr das so machen, andrücken. Keine Ahnung, so wie euch das beliebt. Und nochmal einen Knoten. So. Das hier ist der Knoten, den ich meistens benutze, um das an meinen Tüchern festzumachen. Ich bin ein Knotenmensch. Ich knote alles, ich nähe nichts fest. Ich knote alles so. Dann nehmt ihr den zweiten Faden und legt eure Quaste da oben drauf. So. Und dann macht ihr wieder einen Knoten. Einmal festziehen, ziehen, ziehen, ziehen. Und dann entsteht da oben so ein kleines Köpfchen. Finger in der Mitte. Schön straff alles machen. Und festziehen. Jawohl. Und wenn ihr das hier länger gemacht habt, das Band, dann könnt ihr das auch ein paar Mal machen. Also auf der anderen Seite einmal umdrehen. Nochmal einen Knoten machen. Und noch einen Knoten machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das denn nochmal machen. Müsst ihr aber nicht. Könnt ihr. So, und dann sieht das ja hier schon aus wie eine Quaste. Jetzt muss das hier unten bloß noch aufgeschnitten werden. Ich gehe da meistens erstmal hier so in der Mitte durch. Und da ist das egal, ob das so durcheinander ist.
einfach mal hier rein, straff ziehen und schneiden. Ups. Da ist noch was. Straff ziehen, schneiden. So. Einmal wuscheln. Und jetzt geht es zur Frisur. Damit das alles gleich ist, ziehe ich das hier zwischen meinen Händen lang. Und dann seht ihr, was hier das da. Alles schön straff halten, ne? Drüber steht, schneide ich alles ab. Wie beim Friseur. Was drüber steht, wird abgeschnitten. Schütteln. Und nochmal das Ganze. Straff ziehen. Gucken, was drüber steht. Wieder abschneiden. Und dabei belasse ich es eigentlich meistens schon, denn ist ja eigentlich schon fertig. Das alles kann man für Amigurumis noch zum Aufstopfen nehmen. Muss auch nicht weggeschmissen werden. Kann man alles weiterverwenden. Ja, das ist die Quaste. So schnell geht's. Wie gesagt, das hier ist das Bändchen, was du irgendwo dran machen kannst. An dein Tuchmütze, Schal, Tasche, Co. Und dann hat man eine kleine verspielte Sache und man hat wieder Reste verarbeitet. Das sind meine Quasten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo da lasst. Und schaut meine anderen Basics Videos an. Vielleicht lernt ihr da auch noch mal ein bisschen was. Wie gesagt, sind nur meine Tipps und Ratschläge. Ja, ihr Lieben. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.